Hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft Sommerland mit dem Saraza, dem Dennis, dem Tobi und dem Taros immer noch hier am Start. Hallo. Ja, der Erik ist jetzt nicht mehr dabei. Erik, du bist ja Erik. Er ist verschollen. Ja, aber der nimmt bestimmt auch eine Folge auf. Du hast ihn bestimmt in die Kuhmaschine geschickt. Ja, genau. Und auf den Mond geschossen. Oh ja. Ja, und wir haben den Lagerraum hier so ein bisschen ausgebaut in der Piratensiedlung. Sieht ganz nett aus, ne? Hat er gut gemacht. Schön aus. Mit den Bannern würde ich ein bisschen aufpassen, weil die sollten wir dann lieber irgendwelchen Ländern zuweisen. Wir können ja sagen, das wäre das Piratenbanner hier. Aber du musst halt Glück haben, dass du genau das gleiche wieder... Ja, dann musst du einfach ein paar Mal probieren, dann kommt das irgendwann. Dann funktioniert schon. Guck mal, hier ist unsere Küchenecke. Sieht super aus, oder? Ich finde es richtig gemütlich hier unten geworden. Ja, ist schön. Ja, schön. Vielleicht kann man da noch so... Piratenschiff. Warte mal, wie heißen diese Dinger nochmal, wo man Wasser reinfüllen kann? Eimer? Lass Töpfe. Hier noch ein paar andere Kisten hinstellen, so damit das ein bisschen unterschiedlich aussieht. Einfach so normale Lagerkisten gibt's da auch. Wie heißen die Dinger denn? Lagerkisten? Töpfe, Tobi. Nein. Zünd jetzt erstmal alles hier an. Oh, das ist voll schön in der Nacht, wenn alles brennt. Was ist denn mit deinem Auge passiert, mit dem anderen Auge? Dann mit dem Schwamm? Kurz erzählen? Das habe ich... Sieht halt so echt cool aus. Bei Flachwitzen auf den Kopf gehauen die ganze Zeit. So, ich hatte beim Pokerspielen verloren oder so. Nee. Als Wetteinsatz, hier mein Auge, weißt du? Damit der Hake so rausgeholt. Also wie gesagt, das ist natürlich problematisch mit manchen Texture-Packs, aber guck mal hier, den Lagerraum habe ich ein bisschen welches geändert. Habt denn installiert, so Welches Hills. Habt ihr denn installiert, Leute? Chroma Hills, du auch. Das habe ich auch, genau. Ja. Hier, guck mal. Ja, das ist auch eigentlich so das Official Texture-Pack hier für Sommerland. Vielleicht aber mal hier so. Oh ja, guck mal hier. Finde ich super, Tobi. Hier kannst du schön spülen, ne, wenn du musst. Ja, dann ist auch du musst. Warte mal. So. Dann koch uns doch mal was, Dennis. Hm? Ja, okay, ich mach uns mal alle. Oh, die Blumen hast du reingesetzt. Nicht, ne? Oh. Nee. Obwohl der Topf eigentlich cool ist. Oh, da fertig. Ja. Oh, lecker. Wackelpudding, grünen Wackelpudding habe ich gemacht. Oh Mann, ey. Okay, den Lagerraum habe ich auch ein bisschen aufgepimpt, ihr seht's. Ach ja, echt? Zeig mal. Ach, cool. Ah, ja, für alle, die sich wundern, also ich erklär's nochmal ganz kurz, für alle, die gerne das Texture Pack hätten. Das heißt Chroma Hills. Ich zeig das mal ganz kurz. Chroma Hills hier. Das ist. Ja, wenn man Escape drückt, sieht man das auch, ne? Ja. Das ist es. Beziehungsweise ins Hauptmenü zurückgehen. Das steht auch alles in der Beschreibung. Also für alle, die das gerne benutzen wollen. Echt ein cooles Texture Pack, muss ich sagen. Ja, ich finde, das passt ganz gut hier zur Welt. Wenn jetzt hier noch einen schönen Shader hättest, ne? Ah, Bombe. Warte mal, ich mach mal Set. Stimmt. Time. Apropos Taros, du kennst dich doch aus mit Shadern, oder? Ja, aber ich hast du gerade einen an hier? Hier nicht, nee, weil es gibt irgendwie keine Shader für die aktuelle Minecraft-Version. Ja, das ist das Problem. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ja, es gab, genau, es gab für 1.6.4, weiß ich noch, damals, aber dann... Echt, dann hab ich das nicht mehr. Die sollen mal hinne machen, dafür, dass sie alles umsonst machen, ey. Echt, Mann, ja. Picture-Pack. Richtig. Mach was denn hier, was brennt? Ach, der Zombie-Brett, der Skelett. Ja, weil ich auf Tag geschaltet habe, weißt du, also im 0,x und dann fangen die alle 0, an abzufackeln. Das war wohl. Also das Schiff ist schön und Tobi, du musst dem natürlich noch einen Namen geben. Boah. MS Currywurst. Nee, MS Durchfall. MS Braun. Wie heißt denn die Schiff? Black Pearl oder warte mal. Ja, genau. Also die schwarze Episches Perle. Hier, Jackdaw ist ja auch so ein epischer Name von Assassin's Creed. Was? Wie? Wer? Jackdorf. Aber das kann man natürlich nicht machen, aber sowas halt, sowas Episches. Vielleicht Schwarzer Falke oder sowas. Ja, irgendwie sowas. So, schon das was Deutsches, zu mehr an Star Wars irgendwie anlehnen, ne? Mit dem Rasenfalken. Rasenden Falken, ja, cool. Stimmt, Millennium Falken. Ja. Blotter, brauner Flitzer. Ja, also, ich würde was Deutsches nehmen, weil wir die Welt so ziemlich deutsch gehalten haben. Und wenn, dann musst du bitte auch das Schild hier hinten am Schiff dran machen, Tobi, ne? Das weißt du schon. Ach so. Warum? Der Name steht rechts. Nee, der steht doch. Also bei der Titanic stand MS Titanic hinten drauf. Ja, auch hinten. Aber Mann, da MS war das, Titanic, wo der Jack Dawson da drauf stand und dann ist er doch. Nee, der schwimmt doch immer noch, weiß man doch von dem Meme-Bild da. Ja, kennst du, es ist kein Witz, bitte tut mir mal einen Gefallen und googelt mal den Trailer zu Titanic 2. Nicht den Film, es gibt tatsächlich Titanic 2, den Film, aber es gibt, jemand hat einen Fan-Made-Trailer gemacht, wo Leonardo DiCaprio wieder aufsteht, in so einem Eisblock und den holen sie dann aus dem Wasser raus. Und dann haben sie so Zukunftsfilme mit dem zusammengeschnitten von Inception und so weiter. Das sieht so lustig aus. Ich habe mich echt weggeschmissen. Müsst ihr euch mal angucken. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Tobi das Schiffchen nennt. Der braune Brecher. Nee, der schwarze Falke war eigentlich schon ganz geil. Ja, komm, mach. Aber der ist ja gar nicht. Dann würde ich der braune Falke vielleicht. Aber das klingt ein bisschen, klingt wie Flitzekacke. Das hört sich ein bisschen nach Toilette an. Der schwarze Falke. Langsam durch die Nacht.
Adler, Löwe, Feuer, Drache. Also am besten irgendein Tier, was schnell und der schwarze Panther mächtig ist. Panther passt nicht zum Schiff, finde ich. Nee, Adler wäre jetzt auch noch ganz geil gewesen eigentlich. Adler, der schwarze Adler, komm, hau den schwarzen Adler aus. Der schwarze Adler. Ey, wisst ihr, was lustig ist? War meiner Gilde im Reedy 59, 10 Jahre her, wir waren die blutroten Adler. Das würde natürlich auch voll gut passen. Blutroten Adler? Blutrote Adler. Aber dann müssen wir auch rote Segel machen. Also nennen lieber schwarzen Adler. Aber wir haben keine Piratenflagge auf dem Schiff, Leute. Was? Da müsst ihr noch eine bauen. Ich bin die ganze Zeit gespannt, welchen Namen der Tobi denn vergibt. Ich beobachte. Guck mal, hier wird nämlich auch schon gebaut, weiß ich. Wo denn? Ein Kiwi Killian. Ah, oh. Oho. Ja, ich glaube, das ist aber nur ein Test bisher. Er sieht aber schon ganz cool aus. Ja. Irgendwas mit Schweinemenschen habe ich eben gelesen. Oh, da. Schwarzer Adler. Schade, dass ich nicht in eine Reihe passt. Ich find's nice, um mal wieder was Neues zu zeigen. Kannst du nicht, wir bauen ja viele Leute mit mittlerweile. Kannst du nicht einen Absatz beamt machen, schwarzer Adler und dann wieder einen Absatz, dass es zentiert steht? Weißt du, was ich meine? Wissen wir gerne, welche Ecke das ist. Einmal Shift und Enter drücken. So? Wissen wir gerne, welche Ecke hier das Gebiet ist, wo der... Schwarzer Adler. Mach ich hinten aber auch das sieht schon drin. Hammer aus. Ja, ja, Schweinestadt. Hinten die musst du es mit Blöcken reinmachen, Tobi, ne? Mit Blöcken? Ja, war ein Witz. Zu groß. Weißt du, lustig. Blockschrift? Das ist wunderschön. Oh, Sascha. Oh Gott, der hat einen Moment gedauert gerade. Sascha, ja, der hat er wahrscheinlich gerade aus dem internationalen Witzebuch für Anfänger gegoogelt. Google meine Witze ja Gott sei Dank nie. Was? Ich fliege mal zu meiner Burg, vielleicht mache ich mal parallel meine Mauer weiter. Ich glaube, ich teleport mich gerade mal zum Sarazar. Hallo. Aha. Ja, aber ihr müsst aufpassen, dass wir uns nicht alle... Ja, wäre nicht so geil. Was denn? Sind wir nämlich nie wieder zurück. Nee, nicht teleportieren kurz mal, Fujo, bitte. Was? Alle zu Sarazar teleportieren? Telefonieren, ja, kannst du auch mal. Können wir unsere Welt dann, wir können ja schon mal hier den Fluss ein bisschen weghauen. Lass uns bitte... Eine Schweinestadt, das ist echt interessant. Ja, hast du eigentlich recht. Komm. Aber da müssen wir aufpassen, ne? Das überflutet uns alles hier. Dann überflutet alles. Ey, was ist denn das hier? Na Mama. Oh. Alter, was hast du gerade gesagt? Ey, Mama. Ich habe gar nichts. Tobi, sag mal, du redest nie hessisch. Wie kann das sein? Weiß ich nicht. Das ist ein Let's Plays, irgendwie schalte ich das aus. Ich weiß nicht, warum. Ja, auch so auf der Gamescom, wenn ich dich treffe, da redest du auch nicht so. Wenn ich dich treffe, du hast ihn einmal getroffen. Ja, das war der sexuelle Höhepunkt meines Lebens. Oh Gott. Okay. Da denke ich heute noch dran. Bah. Gott, nein, aber das kann ich. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist kein Scheiß. Obwohl ich den Tobi bis jetzt so einmal in meinem Leben gesehen habe. Ja, einmal. Sind wir trotzdem, glaube ich, kann man sagen, schon sehr, sehr gute Freunde geworden. Obwohl wir uns seit, ja, 6, 7 Jahren schon kennen. Ja, und immer nur einmal Cybersex. Genau, das auch. Nee, Telefonsex, wir sind jetzt nur umgestiegen. Die Tastatur wurde nach einer Zeit so klebrig, weißt du? Boah. Der kann ja eigentlich auch ins TS kommen, ne? Eigentlich wir sollten schon. Das vielleicht auch mal weiterleiten. Also, das kriegen wir hin. Sascha, im Grunde müssen wir das Wasser nicht mal wegmachen, weil wir bauen die Mauer ja sowieso drum. Oder machen wir erst weg? Ja, aber das Wasser muss trotzdem irgendwie weg. Ja, wir müssen aber einen Graben noch bauen, Alter. Weil um eine Burg ist ja immer ein Graben. Bisschen guter. Die Raben. Bisschen guter, Sarata, bisschen guter. Guck mal, liebe Grüße, macht er so ein Zeichen da, weißt du? Weil das scharfe Essen nicht angezeigt werden kann. Ja, ja. Tobi gibt dir die Daten. Ja, der Tobi ist der Server-Admin. Der Manager, der Tobi ist Manager. Vom Beruf aus. Ja. Stimmt. Soll ich ihm, so, was haben Sie früher so gelernt? Soll ich ihm die jetzt melden? Ich muss auch sagen, ich fliege hier gerade mal über die Landschaft in der Ecke. Soll aber mir liegt die Welt nice. Teilweise gar nicht nach. Soll ich es ihm jetzt geben? Genau, im Chat. Ja, sag doch mal die TS an. Sag dann noch die Serverdaten. Traut er sich nicht. Die IP-Adresse. Traut er sich nicht? Wie er kein Mann ist. Hast du gerade gesagt, traut er sich nicht? Wie er kein Mann ist.
Dann sind wir beim Ross-Server. Ist nachher nicht mein Problem. Du bist der in Deutschland, der dann mit Nitrado quatschen muss. Die reden nicht mehr mit mir, die schreiben mir nicht mehr zurück. Ich weiß gar nicht warum. Da war ich dem Bescheid gesagt. Oh, da ist er weg. Der Tobi liebe Grüße an dieser Möp. Stelle. Findest aber eine lustige Idee. Ey, die Welt ist der Hammer, Leute. Ja, und unbedingt aus allen Sichten mal angucken. Also das muss man echt mal sagen, weil jeder macht... Es gibt halt sehr, sehr viele Folgen, wo jeder was Einzelnes baut. Ja, zum Beispiel der Sascha und ich im Dings. Der Tobi baut seine Piratenwelt. Sarazar macht da auch irgendwas. Ich bin ja immer überall dabei. Genau. Nee, der Sarazar, der ist unser kleiner Manager. Der passt mal auf, dass hier keiner Scheiße baut, muss man auch sagen. Weil ab und zu wird man dazu verleitet, mal ein bisschen hier eine halbe Welt unter Wasser zu setzen. Also, wie man hier auch gerade bei uns sieht. Ich hab das Bedürfnis nie. Nee? Nee. Du bist aber nett. Ich nein. Du machst dir gerade hier den Dings weg. Ja. Da müssen wir die Blöcke aber weghauen, sonst sieht das komisch aus, oder? Ja, hast eigentlich recht. Oder wir machen nur so ein paar weg. Das könnte man ja wie so Ruinen, als wäre da mal ein alter Burggraben gewesen, der jetzt unter Wasser ist. So, sieht eigentlich cool sogar aus. Von hier aus geht die Mauer ja weiter. Guck mal. Von hier geht die Mauer hier bis hier hin. Ungefähr. Und dann geht sie hier rüber bis dahin. Und dann wird das Innenleben praktisch gebaut. Also, richtige Burg. Das sind ja nur die Türme dafür. Richtige Burg. Ja, es ist eigentlich ziemlich geil. Die Burg soll innen drin auch sehr viele Falltüren haben und so. Und wer da reingeht, ja, der muss halt aufpassen. Weil das ist gar nicht so... Es soll alles sehr verwinkelt werden und so. Also ein richtig krasses System. Gar nicht so locker flockig da, nee, in dieser Burg. Das wird schon länger dauern. Also Sascha, wie kriegen wir denn den riesen Fluss jetzt hier weg? Ja. Nee, das Wasser könnt ihr doch lassen eigentlich sogar. Ist doch eigentlich ganz cool. Wasser, ne? Fühlt sich so an, als ob der Rhein mal wieder übergelaufen ist. Mach ich auch mal ein bisschen, das mache ich mal ein bisschen natürlicher. Bisschen dezenter. Die Glowstones hier drin weg. Ich guck mal, mit welchem Stein haben wir denn die Mauer außenrum gebaut? Einfach mal auf die mittlere Maus, also einfach den Stein angucken und mittlere Maustaste drücken. Ach so. Ach, nice. Von Tobi, ey. Hab ich auch in den Kommentaren erst erfahren. Vielen, vielen Dank an denjenigen, der uns das verraten hat. Also die ganzen 10. Ganz viele. Ja. Tobi, drück doch mal linke Maustaste. Mittlere. Du machst geschlossene Grüßsitzung, ey. Du so. Was machst du mit der mittleren Maustaste? Hab ich jetzt einen Block angucken und dann kannst du den quasi direkt ins Inventar holen. Ach echt, das ist ja super praktisch. Wusste ich auch noch nicht. Geil. Das ist geil. Was man nicht alles lernt. Was man nicht alles lernt. Echt Dank cool. Tobi, Flobi, Tobi, Lobi, Tobi, Loben.de. So, und was geht bei euch so? Wir nächste Burgmauer. Wir sind gerade bei der Burgruine. Ich möchte mich so ein bisschen an Uncharted orientieren, weißt du? Da gibt's ja in Uncharted 3 diese verlassene Burg, die in einem Dschungel irgendwo ist. Weißt du, welche ich meine? Die fand ich ja nicht ganz nice. Sieht nice damals aus. Ist Nietzsche-Katze, Alter. Nietzsche-Katze. Nietzsche-Kacke-Flitze. Flitze-Kacke ist Flitze-Kacke, Alter. Heu. Also ich muss mir jetzt langsam auch ein Bauprojekt mal ausdenken. Das Ding ist halt, die anderen bauen ja auch viel. Wir müssen uns da unbedingt nochmal mit der Excel-Tabelle ein bisschen koordinieren. Ja, die muss ich unbedingt damit wir genau wissen, wer was baut, damit ich jetzt nicht irgendwas anfange, was die anderen dann schon irgendwer baut oder so. Du könntest ja einen riesen Sternzerstörer bauen. Der passt auch voll gut in die Welt rein. Ja, aber haben wir ja nicht am Anfang sogar noch einen Witze drüber gemacht. Das würde ich so geil finden, wenn wir so einen Todesstern hätten über die ganze Welt oder so, weißt du? Boah, stell das mal vor. Ah, wäre ziemlich scheiße. Ja. Wie trocken er es einfach so sagt, weißt du. Also ich würde das ziemlich scheiße finden. Ich finde das auch cool, aber in der Science-Fiction-Welt, dann wäre das ganz nice. Ja, vielleicht kann man das ja in 50.000 Jahren machen. Baseland machen oder so. Wenn wir mit Sommerland fertig sind. Also ein Sternzerstörer, wollte ich gerade sagen. Sternzerstörer. Ja, du mal ruhig, du Sparfehler, Alter. Oh, komm, also das Einzige, was ja bisher wirklich fertig ist, die Insel von Vespilani. Bei den Piraten nimmt es aber auch langsam Form an. Da müssen eigentlich ja nur noch ein paar Häuser, dann der Totenkopf und so. Ja, den Totenkopf wollte ich jetzt in Bälder angehen, ja. Das Schiff braucht auch unbedingt... So, den mal angehen, den Totenkopf. Das wäre doch mal was. Unbedingt eine Totenkopfflagge, Leute. Ja, das geht schlecht. Das kannst du schlecht bauen. Weil es zu klein ist. Den Totenkopf könnte man höchstens hier in die Bergfläche machen. Da wolltest du den machen, ne? Ja, genau. Da, wo du gerade stehst, ja. Was hat denn der Gronkh damals gehabt? Der hat es so gehabt, dass teilweise auch Bäume sich im Wind bewegt haben. Wie hätte das denn gemacht? Das war mit den Shader. Das ist genau. Ah, okay. Das ist echt ich dachte, das wäre einfach nur so ein Filter, den wie bei ENB Series. Nee, das ist der Shader-Mod. Was, okay. Eigentlich extrem geil, aber schade, dass es in neuen Versionen das nicht so gibt. Ein bisschen blöd. Dauert halt. Nur dauert halt. Dann ist es da und dann gibt es wieder eine neue Minecraft-Version.
Ja, weil die Intervalle des Patches haben sich, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen... Walle. Oh Gott. Es ist echt nicht mehr so krass wie früher, dass wirklich jede Woche ein Patch rauskommt bei Minecraft. Oder? Nee. Ja, ich meine, was willst du noch groß patchen? Du kannst höchstens neue Blöcke, neue Inhalte, aber das war es eigentlich, oder? Ja, so ein paar Sachen. Das Game... Was denn, Tobi? Schlag dir mal vor, ja, was würdest du dir denn besser Details machen? Ja, das wäre auch was. Oder ein Spiel, was nicht irgendwie nur noch 20 Frames hat, wenn man schon mal bei mir klopft gerade an der Tür. Ja, das ist krass. Muss mal rufen. Ich bin am Aufnehmen! Mutti ist da mit dem Curry King. Ist der Marco von Studio 71. Der klopft hier gerade an die Tür. Aber der muss jetzt warten. Oh, der arme Marco. Marco. Das ist ein guter, der Marco. Den sieht man bei ein paar Super-Homies-Videos. Ist das ein netter? Ja, ist ein guter. Auf jeden Fall. Ja. Echt lustiger Kerl. Den machen wir hier Späßchen. Oh, komm, Tammy Moore. Für die Fanfictions, weißt du? Ich kann den wissen. Mal reinholen. Warte mal gerade. Hier, warte, ich hol den Marco mal rein kurz. Das ist lustig. Jetzt kommt der Knaller, pass auf. Marco Zini kommt. Sagt er was toll, voll top secret, so, weißt du? Der Sarazar. Hier hast du deinen Stoff. Sagen. Ja, da gab's ja schon mal den Kiefer-Song von denen, ne? Weißt du? Kennst du? Im Stream? Ja, kann ich nicht. Ja. Also easy, weißt du? Konkrete Scheiße. Da ist der Marco. Moment, ich gebe ihm den Kopfhörer. Krieg jetzt die Kopfhörer. Guten Marco, Tag. Marco? Ja, schönen guten Tag. Kriegst du gerade die Kopfhörer? Ich habe gerade die Kopfhörer bekommen. Geht's dir mal? Jetzt starre ich ganz fasziniert in dieses wunderschöne Minecraft-Game. Ja? Wie findest du Minecraft? Total schön. Ich mag einfach Sachen, die Ecken und Kanten haben, weißt du? Oh ja, erzähl mir mehr. Lieber nicht. Bei uns ist gerade erst 14 Uhr, da kann man solche Sachen noch nicht machen. Ah ja, klar, okay. Ja, wir haben hier gerade, das kann man nicht sagen, während der Aufnahme, ich weiß gar nicht, wie spät haben wir denn gerade hier? Kurz nach 11, glaube ich. Viertel nach 11. Kurz nach 11 schon, ja. Schon krass. Ja, wie ist es so in L.A.? Ist schön da. Es ist sonnig, es ist warm, nicht so duster hier wie in der Höhle. Oh, okay. Also wie bei Walle zu Hause eigentlich, meinst du? Genau, wie bei Walle zu Hause eigentlich. Bei Walle zu Hause ist es immer warm. Ja. Und rot. Du willst nicht wissen. Das Ding ist, manche Leute nehmen das halt ernst, weißt du? Ja, ist richtig. Richtig. Ah, es wird hell. Oh. Jetzt, wo du da bist. Was? Sehr schön. Ja, das ist also der Marco. Ja? Ja, Grüße an alle und bis später. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. War der Marquinho. So. Aber mit solchen Hempelmännern muss ich es ja aushalten, wisst ihr? Oh, danke für das nette Kompliment. Achso, du meinst uns gar nicht. Ja, ich meine ja euch alle, ey. Ich habe ja genügend. Hampelmänner. Leute, wenn ihr wisst, wie der uns immer nennt in den Aufnahmepausen, ne? Hampelmänner ja, zum Beispiel. Ja? Dann kommt wieder, Alter, krass. Du bist so unproduktiv, nimm mal direkt 30 Folgen mehr am Tag auf, ey. Echt. Sag dem Dennis Schnauz, schneid dich immer zusammen, weißt du, nach jeder Folge sag ich immer, Dennis, du kannst einfach Fresse, nichts. Ey, ja, genau. Du kannst einfach nichts, Mann. Nichts in GTA, nichts in Minecraft. Mal, deine Mutter kannst du beglücken, was? Also mit Keksen an Weihnachten, was sagt ihr denn wieder? Beglücke laut euch ja nur Hunde. Ja. Das war sehr zutiefst beleidigend damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach Quatsch. Bin inzwischen. Steht das durch? Nee. Hör mir also auf, Dennis. Jetzt fehlt also, nicht weißt du, ich hab dich in dir einen richtigen Freunden gefunden und dann fängst du sowas an. Weißt du, du musst dir vorstellen. Du musst dir vorstellen, so. Ich sag dir das gerade voll, mein Herz tue ich gerade ausschütten und du nimmst das nicht ernst. Was? Denn für alle, die sich fragen, wie Sarazar gerade aussieht, hier, folgendermaßen. Das ist gerade einfach passt, Alter. Ich hab diesen komischen komischen Kobold da an die Wand geklebt. Du machst die ganze Zeit. Lustig. Ist das so gut, der Totenkopf? Findest du es okay? Nee, eigentlich noch nicht. Ich bin gerade noch am Ausprobieren. Ja, das wird. Ich find's ziemlich cool eigentlich. Sascha? Die Frage ist immer, ob wir das nicht lieber mit schwarzen Steinen. Die Mauer machen. Ich baue den nur erstmal vor, so die Kontur quasi, dass ich so einigermaßen irgendwie. Was ist? Mauer ist eigentlich nice, oder? Ja, man sieht so die Form. Nein. Nein, warte mal bitte. Die Mauer muss ungefähr bis hier. Guck mal die Mauer. Ach da. So, an. Kürzer, ja, klar.
Müssen wir noch länger den machen? Ja, ich glaube schon. So ungefähr. Ja, ne, mehr nach unten müssen wir noch ein bisschen. Kannst du das unten mal füllen? Ja. Oh, das unten mal füllen kann. Ich will mal richtig da unten. Ich kenne den nicht. Batman! Oh. Batman! Was machst du denn gerade, Benny, Alter? Ich hab, nein, Benjamin, nein. Eine Brücke über den Lavafluss gebaut. Ah, cool. Hat Peter Maffay dir geholfen. Ja. Über sieben Bennys nee, musst du der gehen. Der war zu klein, weißt du, um das meiste zu machen. Das war keine große Hilfe. War keine große Hilfe. Ja. Ja, und jetzt verbinde ich alles mit Wegen. Mir fällt bei Peter Maffay, kann ich mal was Lustiges erzählen. Ihr kennt ja wahrscheinlich, vielleicht kennt der ein oder andere, Benjamin Fröhlich. Natürlich, ja. Das war doch der, bei DSDS war und eingeknastet wurde. Genau, und dann bin ich, ist kein Scheiß, ist eine wahre Geschichte. Hm. Ich hier durch den, nee. Bin ich letztens durch einen, boah. Am Wald hier vorbeigefahren und dann saß der, Waller, lass mich erzählen, Alter. Wow, sonst fasse ich dich nochmal an. Und, hier ist auch schwarze Wolle, nehmen wir doch die, oder? Ja, Waller und er fängt von schwarzer Wolle an, naja. Auf jeden Fall, schwarze Wolle. Bin ich dann oder wolltest du es grau lassen? An einem nee, sag mal, schwarz zu lässt mir meine Geschichte nicht erzählen. Nein. Okay, komm, erzähl dir nur den Marco. Sorry, ich bin Mann, dann saß du da und hat im Wald hier, in einem scheiß beschissenen Ort, wo ich wohne, ein Musikvideo für RTL gedreht. So. Ah, im echt? Wald hier, ja. Ach, im Wald? Ja. Musikvideo, Ja. Ach, da hast du mitgemacht? Ja. Ist das nicht schon was länger her? Kann sein. Das hast du mir schon mal irgendwann erzählt. Warst du der Kameramann oder was? Nee, du hast mir das erzählt mal. Ich glaube, wir müssen den Kiefer breiter machen, sonst kriegt der keinen Mund, ne? Sieht aus wie ein behinderter Affe. Aber irgendwie hat's doch was. Ja, irgendwie ist es so langsam wird. Das ist cool, Sascha. Ja, das sieht echt gut aus. Ich hebe mich mal zu euch. Nein, Dennis, nein. Jetzt riecht's ja nicht mal wieder gut hier. Oh. Naja, ich glaube, das probieren wir mal in der nächsten Folge, dass wir den toten Schädel dann auch ein bisschen besser entkriegen. Weißt du, wie der aussieht? Wer Watch Dogs gespielt hat, kommt das irgendwie bekannt vor. Meinst du Bad Boy 17? Ja, ungefähr, ne? Ja, ein bisschen, aber der Bad Boy 17 ist cooler. Warte, guck mal, der ist traurig hier, Oh Gott. Entschuldigung. Entschuldigung. Daraus immer wieder die Malheure vom Dennis am Weg. Daraus ist der Müllmann von Sommerland. Der macht alles wieder richtig. Echt, der arme Kerl. Gut, liebe Freunde, wir verabschieden uns für diese Episode. Sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Sommerland Minecraft und so weiter. Masse, du machst da, Pille, Palle, bye bye. Also, ich muss.